Lieber Almut, lieber Jens Biski, lieber Norbert Biski, liebe Angehörige, sehr geehrter Herr Bundespräsident Köhler, liebe Freundinnen und Freunde von Lothar Biski, verehrte Gäste. Lothar Biski wurde am 17. August 1941 in Zollburg im Kreis Rummelsburg in Pommern geboren. Dieser Ort wurde Bestandteil von Polen. Schon mit 4 Jahren erlebte er eine Flucht, die er wegen der schrecklichen Ereignisse noch gut in Erinnerung hatte. 3-mal erlebte er einen Wechsel der Front, um dann als Flüchtlingskind in Bregendorf in Schleswig-Holstein aufzuwachsen. Seine Familie lebte in Armut. Glücklicherweise hatte er einen Lehrer, der seine Intelligenz erkannte und ihn förderte. Aber die finanziellen Mittel der Familie reichten nicht aus, um ihm das Abitur und eine weitere Entwicklung zu ermöglichen. So ging er im Unterschied zu Millionen anderen Deutschen, die von der DDR in die Bundesrepublik flohen, von der Bundesrepublik in die DDR, ohne seine Familie vorher zu informieren. Er ging allein, mit 18 Jahren. Welch eine beachtliche Entscheidung. Viele wird es erstaunen, mit welchem Mut er einen Schritt in ein anderes Land, in eine völlig unbekannte und unbestimmte Zukunft ging. Und ich sage es noch einmal, allein. Aber er hatte die Hoffnung, dass in der DDR Armen anders geholfen wird. Und tatsächlich konnte er das Abitur erwerben, um zunächst Philosophie und dann Kulturwissenschaften in Berlin und Leipzig zu studieren. Allerdings wurde er auch in die Produktion strafversetzt und arbeitete 1 Jahr lang in einem blechverarbeitenden volkseigenen Betrieb. Die Strafversetzung erfolgte, weil er gefragt wurde, welche Philosophen er kenne, und er nannte Namen, die die Dozenten keineswegs hören wollten. Deshalb entschied man, dass er erst einmal von den Werktätigen geschult werden müsse. Er studierte aber nach dem Jahr zu Ende und arbeitete dann am Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig und war deshalb bestens über die Einstellungen, die Ideen, die Wünsche und Träume der Jugend informiert. Er promovierte und habilitierte mit einer beachtlichen Dissertation und einer beachtlichen Habilitationsschrift, die damals Promotion B genannt wurde. Nach der Arbeit am Zentralinstitut wurde er Honorarprofessor an der Humboldt-Universität und arbeitete dann als Dozent an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. 1986 wurde er ordentlicher Professor für Film- und Fernsehwissenschaft und Rektor an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Er war ein ganz ausgezeichneter Hochschullehrer und Rektor. Er hatte seinen Studentinnen und Studenten Freiräume ermöglicht, die es nur selten in der DDR gab. Und er hatte sie geschützt. Immer wieder kamen Anforderungen an ihn, Studentinnen und Studenten zu disziplinieren, zu religieren. Er fand immer einen Weg, dies zu verhindern. Am sichersten war die Sache so lange zu verzögern, bis die Staatssicherheit und die Partei ihr Interesse an solchen Maßnahmen verloren hatten. Er war der Erste, der sich 1989 als Rektor durch eine geheime Wahl von seinen Studentinnen und Studenten und den Angehörigen der Hochschule bestätigen ließ. Das Wahlergebnis für ihn war überwältigend. 100%. Davon konnte er in seiner mutigen und reformorientierten Rede am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz 500.000 Menschen berichten. Und er forderte alle anderen auf, sich ebenso einer Geheimwahl zu stellen. Ehrlich gesagt hatte ich Ende 1989, Anfang 1990, ich lernte ihn ja damals erst kennen, als er Mitglied des Präsidiums unserer Partei und ich ihr Vorsitzender war, immer befürchtet, dass ich einmal einen Beschwerdebrief einer Studentin oder eines Studenten der Filmhochschule bekäme, wonach er sie oder ihn politisch falsch schikanös behandelt hätte. Aber ich habe mich getäuscht. Es gab nicht eine einzige Beschwerde. Im Gegenteil, er wurde und wird von seinen ehemaligen Studentinnen und Studenten hochgeschätzt. Und das hat einen Grund.
Er hat einen durch und durch guten und anständigen Charakter. Er war unbegrenzt tolerant. Er war menschenachtend. Er war zutiefst demokratisch gesinnt und nachdenklich. Sehr nachdenklich. Er ging dann in die Politik. Er spielte in Brandenburg und in Berlin, in Brüssel und in Straßburg eine herausragende Rolle. Und wie viele tolle und schöne Erlebnisse hatte ich mit ihm. Beim Hungerstreik glaubte ich immer, er brauchte gar nicht zu essen. Aber wir haben uns dann beide heimlich gestanden, dass wir nachts nur vom Essen träumten. Eigentlich war er aufgrund seines Charakters ein Antipolitiker. Er konnte ohnehin keine Intrigen spinnen, er konnte keine Strippen ziehen, er war nicht machtgeil und auch viel zu bescheiden für diesen Beruf. Trotzdem leistete er als Landesvorsitzender, als Landtagsfraktionsvorsitzender, als Bundesvorsitzender unserer Partei und als Vorsitzender der Europäischen Linkspartei und der Europäischen Linksfraktion Herausragendes. Er hatte es zunächst verstanden, gerade die Intellektuellen, die Eliten aus der DDR in die deutsche Einheit zu führen. Und das war nicht leicht. Er konnte integrieren, wenn viele schon glaubten, dass es gar nicht mehr ginge. Er hatte einen großen Beitrag an der Vereinigung von PDS und WASG zu unserer heutigen Partei, die Linke. Übel genommen habe ich mehr als er der Bundestagsmehrheit, ihn nicht zu ihrem Vizepräsidenten zu wählen. Er hatte es mehr als verdient. Er folgte mir als Vorsitzender der Partei, hörte dann zeitgleich mit mir auf, zog sich zurück und war bereit, erneut Vorsitzender zu werden, als die Partei drohte zu scheitern. Nach der Bildung der Partei Die Linke führte er sie gemeinsam mit Oskar Lafontaine über Jahre. Und dann zog es ihn, wie gesagt, nach Brüssel und Straßburg. Er war Internationalist, Europäer. Wir waren einmal eine taffe Truppe, Lothar Bisky, Michael Schumann, André Brie, Heinz Fietze, Dietmar Bartsch und ich. Der Tod von Michael Schumann traf ihn so hart wie mich und andere. Und nun ist er von uns gegangen. Die Linke, wie sie heute in Deutschland und Europa existiert, sähe deutlich anders aus, wenn er nicht so viel Kraft, so viel Leidenschaft, so viel Verstand und so viel Gefühl und Herz in dieses Projekt gesteckt hätte. Aber Lothar war auch durch und durch ein Familienmensch. Er hat seine Frau Almut sehr geliebt. Und wie stolz war er auf seine Söhne, auf den klugen und einfühlsamen Journalisten Jens und auf den klugen und einfühlsamen Maler Norbert, die beide Hervorragendes leisten. Und welcher Schicksalsschlag traf euch alle? Als Stefan, dein liebe Almut und Lothars Sohn und euer Bruder starb zu Weihnachten, mit 23 Jahren starb. Ich weiß, wie sehr Lothar fehlen wird, auch den anderen Angehörigen, Freundinnen und Freunden, aber besonders euch. Aber es ist verdammt so, dass man nicht wirklich helfen kann. Lothar war ein seltener, ein ausgezeichneter, ein guter und zuverlässiger Freund. Er hatte einen herausragenden, hochanständigen Charakter, einen feinen Humor. Er war gebildet und klug. Er war feinfühlig und ein herzensguter Mensch. Es tut so weh. So weh.
It's what you are. Unforgettable. Liebe Familie Bieski, liebe Almut, ich bin vom Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz, gebeten worden, seine Worte an dich und deine Familie zu verlesen. Es ist ihm trotz aller Bemühungen nicht möglich gewesen, heute hier persönlich anwesend sein zu können. Gestattet mir, bevor ich seinen Brief verlese, noch einige Worte. Lothars Tod hat auch mich sehr getroffen. 1989, 1990 symbolisierte er die andere SED, jene, die sich auf den Weg zur Partei des demokratischen Sozialismus begab. Wir hätten diesen Weg ohne ihn nie so gehen können. Auch ich hätte ihn ohne ihn nie so gehen können. Weder als seine Stellvertreterin und zweimalige Nachfolgerin, weder in Berlin noch in Brüssel. Lothar hat in Brüssel viel für die Linken erreicht. Er tat ganz selbstverständlich das, was uns so oft schwerfällt, andere mit ihren Wahrheiten zu respektieren und ihnen zuzuhören. Er ideologisierte nicht, blieb aber in seinen Überzeugungen stets bei sich. Er genoss im Europaparlament hohe persönliche Anerkennung weit über die Fraktionsgrenzen hinaus. Hätte er sich im Europaparlament der Wahl als Vizepräsident gestellt, er wäre, anders als im Bundestag, ganz sicher gewählt worden. Davon zeugen auch die Eintragungen im Kondolenzbuch, das in den vergangenen Tagen in Brüssel und in Straßburg auslag, und das ich im Anschluss dir, Almut, übergeben möchte.
Sein Auftreten in der Runde der Fraktionsvorsitzenden wurde ebenso geschätzt wie im Kulturausschuss des Europaparlaments. Er hat den Film Die Kriegerin mit Regisseur und Hauptdarstellerin nach Brüssel geholt. Europäische Kultur und europäische Identität gehörten für ihn zusammen. Er kritisierte die Selbstgenügsamkeit, nicht Einblick in das Leben anderer nehmen zu wollen. Aus Europa könne aber nur etwas werden, wenn man die Vielfalt verstehen und die Unterschiedlichkeit annehmen wolle. Lothar fehlt uns, weil er zu uns gehalten hat, in der Fraktion und in der Delegation. Er hinterlässt mehr als nur eine Lücke. Ich verlese jetzt den Brief des Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz. Liebe Familie Bisky, verehrte Gäste der Trauerfeier für meinen Kollegen Lothar Bisky. Der plötzliche Tod eines Menschen hinterlässt immer offene Fragen. Das Gefühl, dass noch vieles hätte getan werden müssen. Das ist in diesem Todesfall genauso. Selten aber gibt es das Gefühl, dass man ganz sicher sein kann, dass einige Punkte einer Lebensbilanz definitiv festgestellt werden können. Im Falle von Lothar Bisky ist das so. Er war ein aufrechter Mann, nicht frei von Irrtümern, zu denen er stand. Ein wunderbarer Mann, auch geplagt von Selbstzweifeln, die ihn menschlich machten. Ein Humanist, der das Recht der anderen zum Leitmotiv seines Handelns machte. Ein Mann mit festen Überzeugungen und dennoch fähig und bereit, Brücken zu bauen zu anderen Positionen. Was für ein Verlust für uns alle. Was für ein Verlust für uns im Europäischen Parlament. Er wird uns fehlen und ich behalte ihn im Herzen. Martin Schulz. Molti di noi hanno perso con Lothar un amico caro. Viele von uns haben mit Lothars Tod einen lieben Freund verloren. Tutti abbiamo perso un compagno amato. Alle haben einen geliebten Genossen verloren. Ci sono uomini che quando se ne vanno portano con sé una parte di noi. Lothar Bisky era uno di questi uomini. Es gibt Menschen, die, wenn sie weggehen, einen Teil von uns mit sich nehmen. Lothar Bisky gehörte zu diesen Menschen. Portano via una parte di noi perché lasciano il mondo con un vuoto. Sie nehmen dieses Teil von uns weg, weil sie auf der Welt eine große Lücke hinter sich verlassen. Nel mondo avevano occupato un posto. Lothar Bisky è stato un uomo del Novecento, un secolo grande e terribile. Diese Menschen hatten eine große Rolle auf der Welt, in der Welt gehabt. In einem großartigen und schrecklichen Jahrhundert des 20. Jahrhunderts. Un secolo in cui popoli proletari hanno provato a liberare il mondo dall'oppressione. Eines Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, in dem die Völker, Proletarier, versuchten, die Welt zu verändern und sich von der Unterdrückung zu befreien. Ci sono uomini che hanno vissuto nel mondo e per il mondo intero. Lothar era uno di questi uomini. Es gibt Menschen, die
in der ganzen Welt und für die ganze Welt gelebt haben. Lothar Bisky gehörte zu diesen Menschen. Una vecchia canzone dice: La nostra patria è il mondo intero, la nostra legge la libertà. Laut einem alten Lied ist unsere Heimat die ganze Welt, unser Gesetz heißt Freiheit. John Fitzgerald Kennedy in questa città disse: Sono un berlinese. John Fitzgerald Kennedy sagte in dieser Stadt: Ich bin ein Berliner. Lothar Bisky in questa città è venuto, ma è rimasto un cittadino del mondo intero. Lothar Bisky kam hierher nach Berlin, aber ist ein Weltbürger geblieben. È stato con tutte le lotte di liberazione, di indipendenza. È stato con tutti quelli che hanno lottato contro l'ingiustizia. War bei allen Kämpfen gegen die Ungerechtigkeit, für die Befreiung, für die Unabhängigkeit. War ja dabei, war neben den Menschen, die gegen die Ungerechtigkeit gekämpft haben. Ci sono uomini che sanno tenere la schiena dritta anche quando è molto difficile e doloroso farlo. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang mit aufrechten Gang gehen können, auch wenn es schwierig ist und schmerzhaft. Lothar lo è stato, ma ha rifiutato di condannare quelli che più deboli non erano capaci di farlo come lui. Lothar war ja so, konnte mit aufrechten Gang gehen, aber hat nie verurteilt diejenigen, die aufgrund ihrer Schwächen das nicht machen konnten. Lothar Bisky aveva la pazienza rivoluzionaria. Lothar Bisky hatte die revolutionäre Geduld. Lothar ha saputo contraddire un suo grande autore, Bertolt Brecht. Lothar konnte sogar ein Lieblingsautor von seinen Autoren widersprechen. Bertolt Brecht ha scritto: Noi che abbiamo combattuto per la gentilezza non abbiamo potuto essere gentili. Lothar ha combattuto ed è stato gentile. Bertolt Brecht sagte: Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nie freundlich sein. Lothar hat gekämpft und ist freundlich gewesen. Ci sono uomini che giunti alla fine della loro vita possono dire le parole del martire: Ho combattuto la giusta battaglia, ho finito la mia corsa, ho mantenuto la fede. Es gibt ja Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen können, wie früher mal oder einmal der Märtyrer Paulus gesagt hat: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. La nostra preghiera laica all'amico e al compagno Lothar è quella di sapere mantenere l'impegno e rinnovare la sua fede. Wir möchten uns mit einem unreligiösen Gebet von Lothar Abschied nehmen, indem wir uns engagieren, seinen Glauben zu bewahren und weiter zu vermitteln. Vorremmo trasmettere il suo insegnamento e la sua fede a quelli che verranno. Wir möchten seinen Glauben weiter vermitteln, für sie bewahren, für diejenigen, die nach uns geboren werden. Grazie Lothar, non ti dimenticheremo. Lothar, wir werden dich nie vergessen.
Draußen sind die Plakate bunt, sie künden von großen Zielen. Die Männer und Frauen auf ihnen lächeln und blicken optimistisch in die Zukunft. Links, rechts, Mitte, schwarz, gelb, rot, grün. Sie wissen, was zu tun ist, wie schon so oft. Es gab Zeiten, da konnte ich dich auf diesen Plakaten sehen, lieber Lothar. Jetzt aber ist dein Bild schwarz-weiß und ich kann nicht glauben, dass es dich nicht mehr gibt. Denn du hast mir gezeigt, was es heißt, aufrichtig zu sein. Sanft, freundlich und trotzdem bestimmt. Ende September 89, eine aufregende Zeit, angespannt. Nicht nur an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg, aber natürlich auch dort. Deine Studenten wollten drehen, auch ich. Wir wollten dokumentieren, was im Land geschieht, aber immer wieder gab es Ermahnungen, Restriktionen von Seiten der politischen Führung der DDR. Du, lieber Lothar, hattest davon die Nase voll. Aber du wusstest auch, es könnte gefährlich werden. Vielleicht würde man sogar die Schule schließen. Es gab eine Studentenvollversammlung und du stelltest die Vertrauensfrage. Ohne den Rückhalt der Studenten könntest du die Schule nicht durch so bewegte Zeiten führen und würdest sofort zurücktreten. Eine Vertrauensfrage. Rücktritt in der DDR. Du warst als Rektor eingesetzt worden. Eine demokratische Legitimierung in dieser Form war damals keineswegs vorgesehen. Dann bist du einfach aus dem Raum gegangen und wir haben tatsächlich abgestimmt. Es gab keine Gegenstimme. Wir alle wollten mit dir als Rektor unbedingt weitermachen. Als du wieder hereingekommen bist und unser Votum angenommen hast, standen mir die Tränen in den Augen. Zum ersten Mal hatte ich die Kraft wahrer Demokratie erlebt, echter, wirklicher Legitimation. Welcher Rektor, welcher Leiter in der DDR konnte von sich behaupten, dass er tatsächlich von denen gewählt wurde, für die er im Amt gewesen ist? Dieser Moment begleitet mich bis heute. Damals machte er uns nahezu unverwundbar, obwohl du ja nicht ahnen konntest, dass du wenige Wochen später vor 1 Million Menschen auf dem Alexanderplatz sprechen würdest. In undemokratischen Zeiten hattest du dich bereits als wahrer Demokrat erwiesen. 3 Jahre davor, im Spätsommer 86, da waren wir uns zum ersten Mal begegnet. Du als neuer Rektor der Babelsberger Filmhochschule und ich als frisch immatrikulierter Regiestudent. Du hattest meist einen Jeansanzug oder eine Lederjacke an. Ungewöhnlich für eine DDR-Hochschule. Es war die Ära von Gorbatschow. Wir waren voll von seinen Reformideen und wollten Filme machen, die die Realität unseres Landes spiegeln sollten. Viele Kommilitonen der älteren Semester hatten zu diesem Zeitpunkt bereits resigniert. Zu oft hatten sie die Erfahrung von politischer Zensur machen müssen, auch an der Hochschule. Aber du hast uns ermutigt. Und dann haben wir einfach damit angefangen. Weißt du noch? Ich hatte einen kleinen, eigentlich eher harmlosen Dokumentarfilm gemacht, der von einem Jungen erzählte, der seinen Grundwehrdienst bei der NVA antreten musste. Wir haben ihn mit der Kamera in den ersten Wochen begleitet, um zu zeigen, wie es einem dabei so ergeht. Ohne Beschönigung, so wie wir selbst es auch erlebt hatten. Ein Training zur Vereidigung also, wo der Schwur immer wieder und vor allem laut nachgesprochen werden musste. Eine Weihnachtsfeier bei Club Cola, bei der ein junger Leutnant sich abmühte, seine traurigen Soldaten zu motivieren und Ähnliches. Es war ein Film von vielen. Meine Kommilitonen hatten sich in ihren Übungen zum Beispiel mit einem Punk beschäftigt oder mit 2 Freundinnen, von denen eine bei der FDJ und die andere in der jungen Gemeinde war. Alltag eben. Aber genau der kam ja im Film und Fernsehen der DDR so selten vor. Entsprechend hoch schlugen die Wellen, als die kleinen Filme aufgeführt wurden. Bei mir war sogar von Wehrkraftzersetzung die Rede, die militärische Hauptverwaltung schaltete sich ein, später gar das ZK der SED. Ich habe davon wenig mitbekommen, denn all diese Kämpfe hast ja du durchgestanden. Und unsere Filme durften weiterlaufen. Bis zu jenem Tag im Januar 89, da wurde ich zu dir ins Rektorenzimmer bestellt. Wir saßen uns gegenüber, du wirktest müde und ein wenig niedergeschlagen.
Der Film könne jetzt erst einmal eine Weile nicht mehr gezeigt werden, der Druck von außen wäre zu groß. Als ich schon gehen wollte und irgendwie den Kopf hängen ließ, hast du ganz fest meine Hand genommen und gesagt, ich soll unbedingt so weitermachen. Du fändest es richtig und ermutigend, wenn die Filme deiner Studenten Aufsehen bis in die höchsten Kreise des Politbüros erregen. Ein ermutigendes Verbot also. Wo hat es sowas schon gegeben? Es ist leicht, die Klappe aufzureißen, wenn ein schützendes, breites Kreuz vor einem steht. Nein, Lothar, wir Studenten waren nicht mutig. Wir haben nur unseren vorhandenen Spielraum genutzt. Mutig warst du, der du das alles vertreten und zugelassen hast. Die Mauer fiel, die politische Führung von Partei und Staat auch. Jetzt waren die kritischen Geister gefragt, diejenigen, die vor dem Umbruch schon Haltung gezeigt hatten. Und du, lieber Lothar, fühltest die Pflicht auf deinen Schultern. Lehne ich ab, so leidet die Glaubwürdigkeit meiner früheren Kritik. Gehe ich aber in die Politik, kann ich nicht mehr Rektor sein und enttäusche möglicherweise euch Studenten. So sagtest du damals, und das war dein Dilemma. Und deswegen habe ich dich ausgerechnet in den Stunden der politischen, gesellschaftlichen Euphorie ziemlich traurig gesehen. Du hast die Hochschule verlassen und es begann deine Reise in die Welt der belegten Brötchen, die es seitdem immer bei allen politischen Empfängen und Besprechungen gab, wie du später mal geklagt hast. Und mit dem Brötchenfrust wurde die Zeit knapper, wurdest du zu einer öffentlichen Person. Wir haben uns seltener getroffen, dafür tauchtest du immer öfter in den Nachrichten oder bei Talkrunden auf. Du hast dort gesessen, zwischen all den politischen Schwergewichten dieser Republik, die dich angriffen, als ewig Gestrigen bezeichneten oder dir über den Mund zu fahren versuchten, und du wirktest ein wenig wie aus einer anderen Welt. Der dort saß, war doch eigentlich gar kein Politiker. Das war doch Lothar, der Junge vom Land, den man nun in einen Anzug gesteckt hatte, der aber doch am liebsten Kartoffelsuppe aß, der bescheiden und freundlich war, mit einem natürlichen Sinn für Gerechtigkeit. Manchmal, wenn du auf meinem Fernseher gerade die Politikerrolle spieltest, sah ich dich auf einmal wieder unter der Dusche unserer Turnhalle in der Filmhochschule stehen, für einen kleinen Eröffnungsbeitrag zum damaligen Studentenfestival. Wir stellten eine Szene aus Orsay Jazz von Bob Fosse nach. Ich musste dich nicht lange bitten. Und wie der Regisseur aus diesem Film standest du unter dem rauschenden Wasser, qualmtest dabei deine geliebte Caro, warfst anschließend eine Aspirin ein, um deinem Spiegelbild schließlich zuzurufen, it's showtime, Fox. Oder unsere Reise nach Paris. Listig hattest du dir eine Veranstaltung einfallen lassen, Tage der Hochschule für Film und Fernsehen im Kulturzentrum der DDR. Dort liefen unsere Filme. Wenige kamen, aber viele waren gefahren. Du hattest es tatsächlich irgendwie fertiggebracht, dass 10 Studenten nach Paris reisen durften. Wer von der Welt erzählen will, muss die Welt kennen. Das war deine Überzeugung. Und dann hast du uns begeistert die ganze Stadt gezeigt, auch die Rotlichtviertel. Paris im sonnigen Mai 89, eine süße, schmerzhaft schöne Erfahrung. Und alle sind wieder mit zurückgekommen. Und jetzt? Was machtest du plötzlich in diesen Elefantenrunden? Es schien, als wäre diese Welt gar nicht die deine, als wäre da eine riesige Kluft zwischen dir und diesen anderen Leuten mit den eingeübten Gesten und dem so sicheren Auftreten. Es wirkte, als hättest du dich dorthin nur verirrt mit deinem verlegenen Lachen, deiner geraden Einfachheit. Der Tiefpunkt im Herbst 2005. Die Linkspartei schlägt dich als Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages vor. Die Wahl ist eigentlich nur eine Formsache, aber auch nach 3 Wahlgängen erhältst du nicht die erforderliche Mehrheit. Wenige Wochen später erfolgt ein 4. Wahlgang, wieder klappt es nicht. Es ist demütigend, bitter und ich sitze vor dem Fernseher und kann es nicht fassen. Sie strafen dich ab. Ja, du kommst aus dem Osten. Ja, du bist links. Und deshalb weiß man ja nie. In diesem Augenblick würde ich am liebsten dort vor den Bundestag ziehen und den Ignoranten erzählen, wer du bist, was du eigentlich geleistet hast. Es sind die stillen, bescheidenen Menschen, die so schnell verkannt werden, weil sie nicht mit großer Geste ihre Leistung vor anderen ausbreiten.
aber das scheint eine unzeitgemäße Haltung geworden zu sein. Dass du in die Politik gegangen bist, begriff ich, lieber Lothar. Dass du dort geblieben bist, nicht. Aber das hing wohl auch mit deinem aufrechten Charakter zusammen. Verlässlich wolltest du sein, auf keiner konjunkturellen Welle reiten. So vergeht Zeit, so vergeht Leben. Und irgendwann sind die Absprungbretter besetzt oder abgebaut. Sie waren es wohl auch für dich. Und du hattest es nicht verdient, die elenden politischen Grabenkämpfe in der eigenen Partei erleben zu müssen und dabei aufgerieben zu werden. Du hast aus- und durchgehalten, mit ganzem Herzen geackert. Bis zuletzt bist du der aufrechte, integre Mensch geblieben, als den wir dich als Studenten immer verehrt und geliebt hatten. Ach, lieber Lothar, wie sehr hätte ich denn noch ein paar gute Jahre gewünscht ohne Politik, mit den Menschen, die du liebst, guten Büchern, Filmen und Kartoffelsuppe. Liebe Trauergäste, liebe Familie Biski, verehrter Almut Biski, wie muss es Sie getroffen haben? Tief bewegt habe ich in den letzten Wochen an Sie gedacht und gehofft, dass Sie diesen Schock überstehen können und die Dankbarkeit für das Leben mit Lothar Biski Ihnen Trost und Halt geben möge. Lothar Biski hat sich in seinem großen Auftritt 2012 im Landtag Brandenburg in bewegenden Worten zu Ihnen bekannt und mit dem Satz geschlossen, denn die Liebe ist ja allmächtig. Seinen Tod empfinde auch ich als schmerzlichen Verlust. Sein lauterer Charakter, seine uneitle Autorität, seine große Geduld im Zuhören und Vermitteln, seine undogmatische Suche nach menschenfreundlichen Lösungen und sein tiefsinniger Humor, seine Warmherzigkeit haben mich sehr beeindruckt. Meine Begegnung mit Lothar Biski haben mein Vertrauen in den Wert verlässlicher zwischenmenschlicher Beziehungen gefestigt. In einer dramatischen Umbruchzeit, als Egoismus und Rechthaberei auch Lug und Trug zu dominieren drohten. Da war für mich der Umgang mit Lothar Biski eine große Ermutigung. Lothar Biski war ein Glücksfall für das wiedergeborene Land Brandenburg. In die Aufgeregtheiten der Nachwendezeit brachte er Ruhe und Sachlichkeit ein. Lothar Biski wusste um die gewaltigen Belastungen, die der politische, wirtschaftliche und mentale Systemwechsel den Menschen brachte. Er sah die Gefahren der Massenarbeitslosigkeit und der sozialen Entwurzelung sowie die Notwendigkeit, den Menschen mit einem handlungsfähigen Land Brandenburg Halt und Mut zu geben. Darin stimmten Lothar Biski, Regine Hildebrand und ich überein. Es musste viel getan werden, damit die Ostdeutschen nicht zu Verlierern der Einheit werden. Zu verhindern, dass ganze Bevölkerungsschichten im Abseits landen. Lothar Biski hat entscheidend mitgeholfen, dass der Weg in das neue Brandenburg im wiedervereinten Deutschland allen Gutwilligen offen stand. Nicht Rache, sondern Recht waren angesagt, wie unser damaliger Justizminister Hans Otto Bräutigam stets betonte. Unter Führung von Lothar Biski hat die PDS im Brandenburgischen Landtag mitgetragen, was für den Aufbau des Landes dringend nötig war. Viele wichtige Gesetze und auch die Verfassung des Landes, auch von der ebenfalls oppositionellen CDU-Fraktion unter Führung von Peter Michael Distel. Das Wohl des Landes und seiner Menschen waren in der ersten Legislaturperiode des Brandenburger Landtages wichtiger
als parteipolitische Position. Lothar Bisky beschrieb es 2012 so: Bestimmend war, dass man eine Lösung suchte. Ein Ergebnis musste her, erst dann interessierte es, in welcher Partei der andere ist. Bei Nöten und großen Herausforderungen müssen alle Demokraten zusammenstehen. So haben wir damals unseren Auftrag verstanden. Heute gilt das für die Auseinandersetzung mit den Neonazis. Unsere Brandenburger Bemühungen um ein gesamtgesellschaftliches Bündnis gegen Rassismus, Intoleranz und Gewalt, aber auch der gemeinsame Abschluss des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag lassen mich hoffen. Brandenburger Weg wurde unsere Zusammenarbeit abfällig von Außenstehenden genannt. Denn in der Bundesrepublik Deutschland gelten Streit und Konflikt, aber nicht Konsenssuche, als Merkmale der Demokratie. Mit Lothar Biskys ergebnisorientierter Oppositionspolitik konnte in Brandenburg mit den DDR-Erfahrungen differenziert umgegangen werden. Der Brandenburger Weg war kein Sonderweg, sondern das Bemühen, den Transformationsprozess sach- und menschengerecht zu gestalten. Mit menschlichem Maß sollte auch mit der DDR-Vergangenheit umgegangen werden. Das ist in Brandenburg weithin gelungen, obwohl auf der Bundesebene die Neigung zur Verteufelung der DDR vorherrschte. Gesprächskontakte mit der Staatssicherheit wurden skandalisiert, auch wenn sie beruflich nötig waren und eigentlich jeder wissen konnte, nach welchen Gesichtspunkten die Akten des MFS geführt wurden. Lothar Bisky hat in diesem Zusammenhang böse Demütigungen erlebt, bis hin zu der Verhinderung seiner Wahl zum Vizepräsidenten des Bundestages gegen alle dort vereinbarten Regeln. Die Abrechnung mit der DDR hat totalitäre Züge angenommen, sagte Friedrich Schorlemmer. Mindestens aber war und ist immer noch ein Kulturkampf, eine Gesinnungsverfolgung unter Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze zu spüren. Immer wieder hat Lothar Bisky gefordert, dass das DDR-Bild nicht von Parteitaktik, sondern von unvoreingenommenen Historikern und Fachleuten beschrieben werden sollte. Das würde auch helfen, die innere Einheit Deutschlands zu fördern. Lothar Bisky hat für Wahrheit, Verständnis und Versöhnung gekämpft, mit stoischer Fairness, wie Matthias Platzeck es bezeichnete. Er hat unverdrossen Brücken gebaut und nicht selten zwischen den Ufern gestanden. Ich danke Lothar Bisky, dem Mitgründer des neuen Brandenburg. Ich danke allen, die den Menschenfreund Bisky unterstützen. Lothar Bisky bleibt ein Vorbild für eine integrierende politische Kultur. Through for you,
up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time. If you just smile. Liebe Almut, lieber Jens Biski, lieber Norbert Biski, verehrte Familienangehörige, verehrte Anwesende. Lothar war ein feiner Mensch, ein verlässlicher Freund, mutig, aufgeschlossen, uneitel, warmherzig, bescheiden, tolerant, leidenschaftlich, weltoffen, bodenständig, humorvoll, sich nicht vor Verantwortung drückend, aber auch nichts dagegen habend, wenn man ihn Lasten abnahm. Charmant, lebenslustig, liebenswürdig, willensstark, verletzbar, emotional, angreifbar. Ja, Lothar war ein sanfter Roter, ein Integrator, eben ein feiner Mensch und verlässlicher Freund. Ich hatte die Gelegenheit, 20 Jahre meines Lebens sehr intensiv mit Lothar zusammenzuarbeiten und auch zu leben. Wie haben wir uns kennengelernt? Es war das Frühjahr 89. Lothar, Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen der DDR, Konrad Wolf, hoch angesehen, streitbar, ein Rektor der Studenten. Sie schützten vor Dozenten und Studenten stellend. Das war ihm wichtig. Ich selbst wurde in dieser Zeit erster Sekretär der Kreiszeitung der SED in Potsdam. Eine Berichterstattung der Hochschule stand auf der Tagesordnung der Sitzung des Sekretariats. Lothar erschien nicht. 4 Wochen später, die Berichterstattung ist auf der Tagesordnung des Sekretariats der Bezirkszeitung. Lothar erscheint nicht.
eine Missachtung der Parteiorgane. Er gab uns zu verstehen, dass er Wichtigeres zu tun habe. Die Genossen im Sekretariat forderten parteierzieherische Maßnahmen. Einige seien Ausschluss aus der SED, eine Aufgabe, die mir zufiel. Als ich mit ihm telefonierte, gab er mir zu verstehen, ja, wenn ihr mich ausschließen wollt, dann könnt ihr dies ja tun. Ich wollte es nicht. Ich wollte diesen Menschen Biski kennenlernen. Und er sagte, das ist vernünftig, komm mal vorbei, am besten in den Studentenkeller. Ich ging, er an der Seite, viele Studenten. Es ging bis in die frühen Morgenstunden. Mir wurde umfangreich erläutert, was alles schiefläuft im Sozialismus der DDR, in der Partei. Es wurde kein Blatt vor den Mund genommen, es gab harten Tobak. Notwendige Reformen einräumt, blieb am Ende dennoch vieles offen. Dann kamen die turbulenten Tage des Herbstes. Lothar sprach auf der Großkundgebung am 4. November über die notwendige Demokratisierung und Gewährleistung verfassungsmäßiger Rechte der Bürger. Am Abend des 1. Dezember erkämpfte ich mir mit Unterstützung von Hans Motrow, damals Ministerpräsident der DDR, Einlass in das Politbüro und forderte dessen Rücktritt. Am 3. Dezember war es dann soweit. Politbüro und Zentralkomitee traten zurück. Ein Arbeitsausschuss konstituierte sich und bereitete den außerordentlichen Parteitag vor. Und von jetzt an waren Lothar und ich eben 20 Jahre mit der politischen Arbeit verbunden. In seinem Buch »So viele Träume« gibt es ein Kapitel »Troika«. Dort kann man lesen, ein Gespann von drei Pferden, die man vor einem Schlitten anschirrt, nennt man Troika. Sie fehlt in keinem Film, in dem russischer Winter herrscht. Sinnbildlich übertragen die Russen dies auf Menschen, die in die gleiche Richtung wirken. Lässt man den sentalen Beigeschmack weg, dann trifft das Bild der Troika auch auf die Zusammenarbeit von Michael Schumann, Heinz Fietz und mir zu, schreibt er. Eine Freundin hat es so genannt, bald wurde es zum Markenzeichen der Potsdamer PDS. Ohne die Troika wäre manches nicht gegangen, schreibt er. Für den Stolbe-Untersuchungsausschuss muss ich unendlich viel Zeit aufwenden und die Troika glich aus. Als ich dann noch Parteivorsitzender wurde, wäre die Belastung in der Fraktion ohne das Engagement von Heinz und Micha wenigstens komplizierter, vermutlich unerträglich geworden. Ich konnte die schwierige Situation in Berlin und anderswo überleben in der Gewissheit, in Potsdam werden Heinz und Micha schon dafür sorgen, dass nichts anbrennt. Außerdem konnte ich bei ihnen meine Sorgen abladen, ohne dass es gleich falsch verstanden wurde. Die Troika funktionierte auch, weil wir Spaß miteinander hatten und in den harten Tagen das nötige Vertrauen. Es wäre unfair, die gemeinsame erfolgreiche Arbeit auf das Wirken der Troika zu reduzieren. Und ich weiß sehr wohl, wir waren mehr, die mit Lothar gemeinsam gewirkt haben. Sofort ist natürlich Gregor Gysi, Dietmar Bartsch, André Brie, Gesine Lötsch und Petra Pau in Berlin. Helmut Markov, Anita Tack, Kerstin Kaiser, Rolf Kutzmutz, Ralf Christophers und Dagmar Enkelmann und andere in Potsdam. Wichtige Wegbegleiter waren Peter Michael Distel, damals Fraktionsvorsitzender der CDU, Wolfgang Birtler, Fraktionsvorsitzender der SPD, Steffen Reiche, Landesvorsitzender der SPD, Rolf Wettstedt vom Bürgerbündnis. Unterstützung erhielten wir von Ministern wie Hans-Otto Bräutigam, Hinrich Enderlein und Klaus-Dieter Kübacher, die aus dem alten Bundesgebiet kommend auch durch den Verzicht auf die übliche Ausgrenzung der PDS neue Wege und demokratische Optionen für den Aufbau des Landes Brandenburg eröffneten. Und dazu trugen aber auch die aus Berlin und Brandenburg kommenden Minister wie Regine Hildebrand und Alwin Thiel bei. Mit den beiden Ministerpräsidenten Brandenburgs, Manfred Stolpe hat hier gesprochen, und Matthias Platzek, bestritten wir diesen legendären Brandenburger Weg. Nie konflikt- und kritikfrei, aber immer in einem fairen Umgang miteinander. Unser gemeinsames Agieren fand seinen Ausdruck, und darin liegt
der historische Verdienst von Luther. Die Brandenburg, in Brandenburg wurde die linke verfassungsgebende Partei und Lothar Bisky als Vorsitzender des Stolpe-Untersuchungsausschusses leitete eine herausgehobene Arbeit zur Aufarbeitung der Geschichte der DDR, zur differenzierten Bewertung von Lebensbiografien von DDR-Bürgern. Mit menschlichem Maß wurde die Grundlage mit diesem Beschluss für eine differenzierte Auseinandersetzung geschaffen. Das waren die wesentlichen Markenzeichen des Brandenburger Wegs. Lothar war auch ein emotional stark ansprechbarer, reagierender Mensch. Er konnte sich an Erfolgen erfreuen. Zu Beginn dieser Woche hätte er sicherlich mit Tränen in den Augen dagestanden und gesagt, wir haben die erste Landrätin, unsere, deine, meine Conny, die hat es geschafft. Und ich finde, das ist ein Grund zur Freude genauso gewesen, wie er Freude empfunden hat auf dem Einigungsparteitag von PDS und WASG, die Gründung der Neuen Linken, die Chance für eine gesamtdeutsche Linke unter starker Mitwirkung von Gregor Gysi und Oskar Lafontaine, von Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, von Thomas Händel und Klaus Ernst. Freude hatte Luther auch immer empfunden über seine Familie. Ohne deren aktive Mitwirkung sicherlich die harten Belastungen in den verschiedenen Funktionen nicht gemeistert, er hätte meistern können. Du, lieber Almut, warst eine starke Stütze. Du weißt, Lothar und ich, wir hatten in diesen 20 Jahren sicherlich mehr Zeit miteinander verbracht und haben in dieser Zeit mehr Zeit miteinander gebracht, als für unsere Frauen Zeit blieb. Aber sicherlich, auch das steht fest, er hat um diese Liebe gekämpft, er hat um diese Zweisamkeit gekämpft und er hat auch immer stolz darüber berichtet, wie es doch ist, dass man eben auch nach 20, nach 30, nach 40 und wir beide nun über 40 Jahren verheiratet, doch mit so einer Frau auch die Periode des Älterwerdens meistern kann. Er war stolz auf seine Söhne, auf Jens, den Journalisten, und auf Norbert, den Künstler, und auf Stefan, seinen Jüngsten. Wie eng Freude und Schmerz zusammenhängen, habe ich sehr stark bei Lothar erlebt, als sein jüngster Sohn Stefan zu Tode kam. Schmerzen bereiteten ihn auch die Vorgänge in der Politik. Ich kann erinnern, der Selbstmord des Bundestagsabgeordneten Gerhard Riege, der Umgang mit dem Alterspräsidenten Stefan Heim im Deutschen Bundestag, der Umgang mit Künstlern und Wissenschaftlern, die hochkarätig an Universitäten der DDR gearbeitet haben und nun in Evaluierungsprozessen und durch Konzert und Fernsehen und andere Agenturen nicht mehr berücksichtigt wurden. Ihn hat tief betroffen, dass Daniela Dahn in Brandenburg nicht zur Verfassungsrichterin gewählt wurde. In einem offenen Brief an die SPD schrieb er damals, sind wir schon wieder so weit, weil das Denunziation, kritische Intelligenz alltäglich wird. Die Ausgrenzung von kritischer Intelligenz, das beschäftigte ihn zutiefst. Und ich kann nur sagen, das waren auch immer die Gespräche, wo, wenn wir dann über die Vergangenheit sprachen, Emotionen eine ganz große Rolle spielten. Natürlich spielte auch eine große Rolle in seinem Leben der Verlust unseres gemeinsamen Freundes, Professor Michael Schumann, dem Referenten des Referats zur Auseinandersetzung mit dem Stalinismus auf dem Außerirdischen Parteitag. Wir waren eine Troika. Jetzt bin ich der einzige Gaul noch in dieser Truppe. Und ich weiß, wie er tief betroffen war nach der erfolglosen Bewerbung um das Amt des Vizepräsidenten. Und damit keine Irrtümer aufkommen, nicht wegen der Nichtwahl,
Mit Niederlagen konnte Luther immer umgehen. Ihn hat tief betroffen die Kulturlosigkeit, die diesem Vorgang zugrunde lag. Das Kleinkarierte, die Häme, das Denunziatorische, der spürbare Hass und die fehlende Souveränität derer, die doch eigentlich schon von Geburt an Demokraten sind. Die Vorzüge des Lebens in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung erforderten natürlich auch bei ihm einige Umstellungen. Einiges bereitete ihn sichtlich Schwierigkeiten, wofür, das war für ihn als Professor im hohen Maße gewöhnungsbedürftig. Ich darf einiges nennen. Also, wie geht man an die Vorbereitung eines Sitzstreiks gegen die Militärschau auf einer internationalen Luftfahrtausstellung? Wie lange muss man sitzen? Wie unterstützt man Arbeiterinnen und Arbeiter bei einer Betriebsbesetzung? Und zwar nicht nur zum Fototermin, sondern auch, wenn es für die Kolleginnen und Kollegen darauf ankommt, also 24 Stunden am Tag. Das haben wir gemeinsam durchgestanden, in Premnitz, in der Ecostahl AG, in Eisenhüttenstadt. Gravierend war auch, wie verhindert man das Ende der eigenen Partei gegen Entscheidungen des Finanzgerichts? Wir hatten tolle Ideen, mit Anketten im Innenministerium. Also Gregor beauftragte einen ganz erfahrenen Kollegen, der sollte für uns Ketten besorgen. Er kam zurück mit Fahrradketten und einem Schloss, was viele noch aus DDR-Produktion kennen. Wir haben einen erheiterten Beitrag geleistet. Der Kollege musste nochmal gehen. Er kam mit größeren Ketten zurück. Das war dann schon gewichtig. Man musste uns schon frei bearbeitend, mit großen Rohrzangen arbeitend und dann aus dem Gebäude tragen. Dann haben wir den Hungerstreik im Abgeordnetenhaus begonnen und nachdem wir dort geräumt wurden, dann hier in der Volksbühne auf Einladung von Frank Castorf dies fortgesetzt. Er war erfolgreich und damit waren wir wieder bei bester Laune. Es hat sich gelohnt. Und selbst bei der Gerichtsverhandlung, wo wir gerechterweise auch differenziert behandelt wurden, Gregor verwies darauf, dass der Einzige aus dem alten System mit einer Richtenfunktion Heinz Vietze ist. Deswegen wurde der Prozess gegen Vietze und andere geführt. Ich fand, der Richter war dann in Ordnung, der gesagt hat, also in der gesetzgebenden Einrichtung Bundestag ist Gregor Gysi tätig, deswegen kriegt er die höhere Geldstrafe. So gleicht sich manches im Leben aus. Und gestattet mir, darauf zu verweisen, Lothar ist nach 1989 alles, was er nie werden wollte, was er nie angestrebt hat, geworden. Bundesvorsitzender der wohl interessantesten, aufregendsten, geschichtsträchtigsten, widerspruchsvollsten, dynamischsten, unterhaltsamsten und zugleich zukunftsfähigsten Partei. Erster PDS, dann die linke PDS und dann gemeinsam mit Oskar Lafontaine die Partei Die Linke. 3 Jahre darüber hinaus war er Vorsitzender der Europäischen Linkspartei. Er war nicht nur 15 Jahre Abgeordneter im Landtag Brandenburg, er war Mitglied der Volkskammer im Wendejahr des Bundestages und zuletzt des Europäischen Parlaments. Lothar hat sich in diese Situation nicht ganz unfreiwillig begeben, weil er als aufgeschlossener Zeitgenosse nicht tatenlos zusehen wollte, wohin sich diese größer gewordene Bundesrepublik hin entwickelt und er die gesellschaftspolitische Perspektive des demokratischen Sozialismus als eine vernünftige, machbare Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen betrachtete. Ich weiß um seine inneren Kämpfe und empfinde tief den eingetretenen Verlust. Danke, Lothar. Du hast uns inspiriert und uns Halt gegeben. Du hast Menschen Hoffnung gegeben. Du hast Herzen bewegt. Du hast ein Stück die Welt bewegt. In unserer tiefen Trauer, dass wir dich verloren haben, sind wir auch unendlich dankbar, dass wir dich gehabt haben. Ohne dich wird es einsamer für die zurück,
Bleibenden. Kühler ohne deine Nähe und deinen Humor. Ärmer ohne deine Klugheit und deinen Witz. Langweiliger ohne deine Ideen außerhalb des Mainstreams. Trauriger ohne deinen Mut und deine Beharrlichkeit. Wir haben dich sehr gebraucht und wir vermissen dich schon jetzt. Danke, Lothar.